Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir in diesem Video erklären, was es mit einer sogenannten Zufallsvariablen auf sich hat und, wenn man eine solche definiert hat, wie man den Erwartungswert von einer Zufallsvariablen berechnen kann. Es gibt manchmal Zufallsexperimente, bei denen die möglichen Ergebnisse in Wortform beschrieben werden. Zum Beispiel sind die möglichen Ergebnisse bei einem Münzwurf, Kopf ist oben oder Zahl ist oben. Mit diesen beiden Ergebnissen, Kopf oder Zahl, kann man manchmal, vor allem wenn es um den Erwartungswert geht, nicht so gut rechnen. Deswegen bietet es sich oftmals an, eine sogenannte Zufallsvariable zu definieren. Die Zufallsvariable ist eigentlich eine Zuordnung, die jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine Zahl und dabei eben eine reelle Zahl zuordnet. Das heißt also, statt Wörtern kann man dann irgendwelche Zahlen benutzen. Das ist sozusagen ein Code. Und dieser hilft einem eben bei Rechnungen. Abgekürzt wird eine Zufallsvariable meist mit einem großen X oder irgendeinem anderen Großbuchstaben wie einem Y. Ich zeige dir ein Beispiel dazu. Wir schauen uns eben den Münzwurf an. Ich habe ja schon erklärt, es ist ein bisschen unhandlich, dass die Ergebnisse hier mit dem Wort Kopf und dem Wort Zahl beschrieben werden. Deswegen definieren wir die Zufallsvariable groß X. Die soll jetzt dem Ergebnis Zahl den Wert 1 zuordnen und dem Ergebnis Kopf den Wert 0. Das heißt, wir haben die ursprünglichen Ergebnisse Zahl und Kopf und die werden jetzt zugeordnet durch die Zufallsvariable X. Die macht das sozusagen, die ordnet Zahl den Wert 1 und Kopf den Wert 0 zu. Das heißt also, im Folgenden schreiben wir nicht Kopf oder Zahl, sondern immer nur 1 oder 0, wenn wir Kopf oder Zahl meinen. Und man kann dann auch aufschreiben, also das ist nur eine Formalität und eine formale Sache, wenn man sagen will, die Wahrscheinlichkeit dafür, also oder die Wahrscheinlichkeit für Zahl, dann schreiben wir P für Probability, also für Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable groß X den Wert 1 annimmt. Die beträgt 1/2. Denn, dass die Zufallsvariable x den Wert 1 annimmt, bedeutet, dass wir eben das Ergebnis Zahl haben und das hat die Wahrscheinlichkeit von 0,5 oder 1/2. Genauso die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert 0 annimmt, das heißt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass gilt groß x gleich 0, ist 1/2. Denn das hier beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir das Ergebnis Kopf haben. Genau, und wenn man das jetzt so formal definiert hat mit diesen Zufallsvariablen, ich habe das in den Videos zum Erwartungswert schon immer mit erklärt, aber nicht den Begriff Zufallsvariable an sich verwendet und auch nicht diese Schreibweise benutzt. Da du das jetzt aber kennengelernt hast, können wir den Erwartungswert oder die Berechnung des Erwartungswerts nochmal präzisieren. Ich habe die in anderen Videos einfach habe ich dir einfach in Worten beschrieben, wie man den Erwartungswert ausdrückt. Und hier können wir jetzt eine richtige Formel aufschreiben. Wenn man ein Zufallsexperiment hat, eine Zufallsvariable definiert, weil es eben praktisch ist, und dann den Erwartungswert vom Zufallsexperiment ausrechnen möchte, dann rechnet man in der Regel dabei den Erwartungswert der Zufallsvariable an. Das heißt, man rechnet dann eben aus, genauso wie du das vorher kanntest, welches Ergebnis kann man auf lange Sicht eben erwarten. So, nimmt eine Zufallsvariable also die Werte x1, x2 bis xn an. Das heißt, ganz allgemein, wenn sie n Werte annimmt, das n kann 3 sein, dann haben wir x1, x2 und x3, also 3 Werte, n kann 4 sein und so weiter. Das ist nur allgemein formuliert. Wir haben also diese Ergebnisse, die sollen jetzt abgekürzt werden durch x1, x2, x3 und so weiter, je nachdem, wie viele man eben hat.
mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert x1 annimmt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert x2 annimmt und so weiter und so fort, je nachdem wie viele Ergebnisse man hat, bis zur Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert xn annimmt. Dann gilt für den Erwartungswert, das ist eigentlich nichts Neues, nur anders geschrieben. Erwartungswert, da schreiben wir dann e von x. Der Erwartungswert der Zufallsvariable x sozusagen berechnet sich dadurch, indem wir das erste Ergebnis nehmen, multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable dieses Ergebnis auch annimmt. Genauso wird es dann weitergehen mit x2 mal p von groß x gleich klein x2 und so weiter, bis wir eben beim letzten Ergebnis sind. Nochmal kurz, falls es jetzt hier nicht ganz deutlich geworden ist. Die Zufallsvariable wird abgekürzt mit einem Großbuchstaben, also einem großen x. Die möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments, die durch die Zufallsvariable beschrieben werden, sind kleine x-Buchstaben. Genau. Also es geht wieder darum, wir nehmen alle möglichen Ergebnisse, das sind also alle Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann, multiplizieren die jeweils mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie eintreten, also dass die Zufallsvariable diesen Wert annimmt und dann addieren wir das Ganze und erhalten dann den Erwartungswert. Okay, und je nachdem, was für ein Ergebnis man da dann eben rausbekommt, muss man das dann auch wieder entsprechend interpretieren, je nachdem, wie man die Zufallsvariable definiert hat. Wenn wir hier zum Beispiel bei diesem Beispiel bleiben, da haben wir einen Erwartungswert, wenn wir ihn ausrechnen würden, von 0,5. Wir würden dazu ausrechnen e von x. Wir haben ja die möglichen Ergebnisse, die Zufallsvariable nimmt den Wert 1 an, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/2, plus die Zufallsvariable kann auch den Wert 0 annehmen, die Wahrscheinlichkeit für x gleich 0 ist auch 1/2. Wenn man das insgesamt ausrechnet, kommt dann 0,5 heraus. Das heißt, auf lange Sicht wird die Zufallsvariable den Wert 0,5 annehmen. Das muss man jetzt wieder zurückinterpretieren in die reale Situation. Was bedeutet das dann also für den Münzwurf? Naja, wenn auf lange Sicht der Wert erwartet wird, der genau zwischen 0 und genau zwischen 1 liegt, dann heißt es, wir können gar nicht sagen, ob jetzt 1 oder 0 sozusagen eher zu erwarten ist. Das bedeutet also umgekehrt, dass die Ergebnisse Zahl und Kopf in etwa gleich häufig auftreten werden und man nicht genau festlegen kann, welcher von beiden Fällen auf lange Sicht eher eintreten wird. Genau, also so viel mal zu den Zufallsvariablen und der formaleren Definition des Erwartungswerts. Es hat mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.